Herzlich willkommen hier in unserem Online-Kigo. Wir hoffen, ihr habt eine super Woche gehabt. Hey, wieso tun wir jetzt da eigentlich bei all diesen Steinen stehen? Wir fangen eben heute mit der neuen Serie an, die 4 Sündig lang geht. Ah, und die hat mit Steinen zu tun? Genau. Aber noch besser gesagt, mit Felsen. Die Serie heisst nämlich Felsenfest. In dieser Serie wollen wir, dass unser Glaube an Jesus felsenfest werden darf. So, oder? Wir wollen anschauen, um was es in diesem Glauben eigentlich geht. Ah, ich finde die Serie cool. Mhm. Felsenfest an Jesus glauben, das wollte ich. Bevor wir aber das Thema von heute anschauen, haben wir doch noch etwas machen. Nein? Stimmt. Seit doch letztes Mal haben wir die Fische zählen. Deborah, wie viele Fische hast du gezählt? Ich habe 9 Fische gezählt. Und das ist richtig! Nur jemand von euch hat es richtig gehabt. Es war scheinbar ein bisschen schwierig. Herzliche Gratulation an die 4 Kinder von der Familie Keller: Melina, Livia, Dunja und der Nikolas. Bravo! Ihr kommt unser Überraschungspäckchen in der nächsten Woche heimüber. Yes. Und jetzt dürft ihr gerade mit uns zusammen aufstehen. Wir dürfen uns ein bisschen strecken. Dann ein bisschen aufwärmen. Dann ein bisschen boxen. Und dann möchte ich gerade zum Start noch beten. Machen wir mit? Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns so fest lieb hast. Danke, dass du immer bei uns bist. Und danke, dass du jetzt auch gerade da bist und mit drin bist, wenn wir dich loben und preisen und uns mit unserem Körper dir Danke sagen. Amen. Amen. Hey, wer von euch tut gerne tanzen? Wir singen nämlich jetzt 2 Lieder, wo man mega gut dazu tanzen kann. Genau. Man kann einfach Bewegungen machen mit den Armen. Man kann auch ein bisschen mit den Beinen etwas machen. Wir wissen aber bald nicht mehr, was tanzen. Also, wenn du jetzt bei dem Singen irgendeinen coolen Tanzmove findest, irgendeine Bewegung, dann sag doch jemandem, wir sollen es kurz aufnehmen. Und dann kann er uns das Video schicken. Und dann können wir bei den nächsten paar Videos versuchen, eure Moves reinzubringen in die 2 Lieder. Das wäre mega cool. So, und jetzt könnt ihr euch parat machen. Wir starten mit dem ersten Song. Die nicht so gerne tanzen, können mit der Bura. Und die gerne tanzen, können mit mir mitmachen. Eure Arme verschwingen. Gut. Können so. Können die Welle. Ein bisschen rauf. So, jetzt sind wir zusammen rufen, dass Jesus lebt. Wir sagen Jesus, du sagst lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und Jesus ist auferstanden und er lebt in unserem Herz und da mit uns ist er gerade jetzt. Deswegen sagen wir es noch einmal. Jesus lebt! Jesus lebt! Jesus lebt! Woo! Jetzt singen wir ein Lied, das vielleicht nicht alle kennen. In diesem Lied geht es eben darum, dass Gott unser Felsen ist. Mit ihm sind wir in Sicherheit. Wir bleiben die Kraft in deinem Namen, im Namen bist du. Darum schau mich hoch, ich strecke mich aus nach dir.
Auf dem Weg, auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf den Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand, für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiß, ich kann dich in der Hand für immer. Führende Kraft in mein Leben bist du. Drum steh ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf den Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiß, ich kann's in dir lernen, für immer. Wenn alles, wo mir halt, ich mich verlag. Meine Sicherheit in dir, Gott, lieber stark. Du bist mein Fels, mein bester Grund. Ich weiß, ich kann dich in der Hand für immer. Ich vertraue dir das Leben an, du bist der Fels, wo mich drauf steht. Ich weiß, ich kann dich in der Hand für immer. Für immer. Ja, Gott ist unser Fels. Mega cooles Lied. Mega, wirklich. Ich habe es auch mega gern. Und jetzt dürft ihr gerne wieder Platz nehmen. Hey, hast du auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Das kenne ich gut. Das ist voll ein blödes Gefühl, oder? Ja, voll. Ich erinnere mich gerade daran, wenn ich letzte Woche im Migros war. Ich habe einen Spargelkorb da. Später habe ich gemerkt, ich brauche gar keinen Spargel. Und dann dachte ich, ja, tue ich es einfach irgendwo anlegen. Mhm. Und dann habe ich wirklich so ein schlechtes Gefühl bekommen und gewusst, das ist nicht okay. Es ist nicht gerecht, wenn ich das jetzt einfach da hin tue. Und dann habe es wieder zurückgebracht. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen besser gefühlt. Gell? Manchmal sind es so Kleinigkeiten, wo man aber irgendwie merkt, es ist nicht richtig, es ist nicht gerecht, das so zu machen. Cool. Ja, das schlechte Gewissen zeigt uns, dass wir immer wieder Fehler machen und so oft einfach nur an uns selber denken. Die Bibel nennt diese Fehler Sünde oder Sünde. Die Sünde ist in uns Menschen drin. Und wegen dieser sündigen Natur, die wir haben, sind wir gar nicht in der Lage, zum gerecht zu sein. Wenn wir also vor ein Gericht kommen würden, würde der Richter immer sagen müssen, du bist schuldig. Du bist nicht gerecht und darum leider auch nicht frei. Es ist eben genau die sündige Natur, der Egoismus von uns, der uns von Gott trennt. Ja. Sünde ist wie eine feste, dicke Mauer zwischen uns und Gott. Gott hat aber die Menschen so unendlich lieb, dass er ihnen vor ein paar tausend Jahren gesagt hat, gut, damit ihr mir könnt näher kommen, müsst ihr das kostbarste Tier, das ihr besitzt, auf einen Steinaltar legen und verbrennen.
Das Tier hat man dann Opfer genannt. So hat also das Volk Israel immer wieder etwas Kostbares opfern. Sie mussten ein Tier töten und eben auf den Altar legen. Dann haben sie es angezündet, wie man eben grilliert zum Beispiel. So hat man gezeigt, wie fest man Gott gern hat und dass man ihm nahe sein möchte. Und umso kostbarer das Tier war, desto näher ist man Gott damit. Das Opfer hat also gezeigt, wie fest man Gott gern hat. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das ganz gut zeigt. Und zwar ist es die Geschichte von Abraham. Mach doch kurz Pause bei dem Video und hol deine Bibel. Dann kannst du im 1. Mose 22, Vers 1 bis 19 aufschlagen. Gott hat wollte testen, wie fest der Abraham ihn gern hat. Deswegen sagt er ihm etwas Außergewöhnliches. Das könnt ihr nachlesen. Im Vers 2 sagt er: Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so gern hast, und gang mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du den Isaak als Brandopfer für mich kannst opfern. Ui, der Abraham soll das opfern, wo er am meisten liebt. Sein einziger Sohn, auf den er jahrelang gewartet hat. Wir lesen in der Bibel nicht, was der Abraham in dem Moment denkt. Aber ich kann mir vorstellen, er hat einen Wirbelsturm in seinem Kopf gehabt. Sicher hat er sich beruhigen und sich klar machen, dass es Gott immer gut meint. Er hat einen guten Plan und wird das sicher nicht zulassen. Entweder haltet er mich kurz vorher auf oder der Isaak wird wieder von den Toten auferstehen. Ganz sicher, ich vertraue Gott. Und so sind sie gegangen. Als sie auf dem Berg oben angekommen sind, stapeln sie schwere Steine aufeinander, um den Altar zu bauen. Dann legen sie das Holz drauf. Wo sie den ganzen Berg darauf gedreht haben. Und dann kommt der Isaak drauf. Der Isaak war noch klein. Das heisst, er hat nicht wirklich verstanden, was jetzt gerade passiert. Er hat einfach mitgemacht. Der Abraham nimmt das Messer und gerade dann hört er eine Stimme. Und wir lesen im Vers 12. Lass es sein, du dem Kind nichts, weil jetzt weiss ich, dass du Ehrfurcht hast vor Gott. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hingeopfert. Der Abraham, in ihm ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Der Abraham hat die Prüfung bestanden. Gott hat gesehen, dass der Abraham ihn mega fest liebt. Und natürlich hat Gott niemals wollen, dass der Isaak so stirbt. Gott hat nämlich schon alles vorbereitet gehabt. Er hat nämlich einen Steinbock aufgeschickt. Der hat sich im Gestrüpp verheddert und ist nicht mehr rausgekommen. Der Abraham sieht ihn, legt ihn auf den Altar, tut ihn Gott opfern. Während das Schöfli grilliert wird, fängt der Abraham und der Isaak an, Gott Lieder zu singen und zu tanzen. Sie beten ihn an. Wow, das ist eine krasse Geschichte. Der Abraham hat Gott so fest lieb gehabt, dass er bereit war, das Kostbarste, das er hatte, zu opfern, damit er Gott näher kommen kann. Ja, gell? Und das hat jahrelang sehr viele Gläubige haben das so gemacht. Sie haben immer wieder versucht, durch ein kostbares Opfer Gott näher zu kommen. Aber leider sind trotz diesen geopferten Tieren die Sünden immer noch nicht weg gewesen. Die Opferung der Tiere war einfach nicht genug gewesen, um den Menschen gerecht zu machen. Die Beziehung zu Gott war zwar durch die Opfer gestärkt gewesen, aber ganz nahe konnten sie Gott trotzdem noch nicht sein.
Nur wenn das Opfer selber sinnlos gewesen wäre, hätte es die Sünde der Menschen wegnehmen können. Aber es ist doch kein Tier sinnlos und auch kein Mensch. Das stimmt. Und darum hat der Sohn von Gott auf die Welt kommen. Er war gleichzeitig Mensch, aber auch Gott. Das heisst, er hat keine Schuld auf sich gehabt. Er hat nie gesündigt. Also, dann ist der Hügel von Golgatha, wo Jesus gestorben ist, sozusagen, weißt du, wie der Altar war und Jesus war das Opfer. Genau. Und wir lesen im Johannes 1, Vers 29, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Durch sein Opfer können wir Menschen jetzt Gott ganz näher sein. Er lebt jetzt in uns, wenn wir das wollen. Krass. Der Abraham hat seinen Sohn zwar nicht müssen opfern, aber er hat es aus Liebe zu Gott gemacht. Gott selber aber hat aus Liebe zu uns Menschen seinen geliebten Sohn müssen opfern. Ja, das war mega schlimm gewesen. Aber Gott hat ja gewusst, dass Jesus wieder wird auferstehen und dass durch seinen Tod alle Menschen, die an Jesus glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Also, dass die Menschen wieder mit Gott zusammenleben können. Es war sozusagen ein Tausch. Jesus hat alle unsere Fehler genommen und hat uns seine Gerechtigkeit im Gegenzug gegeben. Also, ich finde das krass, es ist voll der grosszügige Tausch. Das heisst, wenn ich jetzt vor das Gericht müsste, würde der Richter sagen, du bist gerecht, du bist freigesprochen. Genau. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Wir sind also in Gottes Augen rein und schuldlos und können deswegen wieder mit ihm zusammenleben. Also, wenn Jesus uns ja seine Gerechtigkeit gibt, heisst das, dass wir keine Fehler mehr machen? Ja, leider machen wir sie immer noch. Aber wir dürfen wissen, dass all die Fehler schon lange vergeben worden sind. Wir können unsere Fehler also korrigieren oder wieder gut machen, je nachdem. Aber wir müssen uns deswegen nicht schlecht fühlen. Weil in Gottes Augen sind wir gerecht, sind wir sauber und gereinigt. Schlechte Gewissen also darf uns nicht mehr fertig machen. So, und jetzt haben wir einen praktischen Tipp für diese Woche. Und zwar, wenn wir diese Woche versuchen, mit uns selber zu reden. Was? Selbstgespräch? Genau. Also dann, wenn du wieder einen Fehler machst und dich schlecht fühlst, dann musst du gerade denken oder sagen, halt, stopp. Und dann kannst du beten. Lieber Vater im Himmel, es tut mir leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich möchte es wieder gut machen. Aber danke, dass du mir diesen Fehler schon lange vergeben hast. Danke, dass ich in deinen Augen fehlerlos und gerecht bin. Amen. Überleg dir doch jetzt, welchen Mist du in dieser letzten Woche gebaut hast. Was hat dir ein schlechtes Gewissen gemacht? Hast du vielleicht jemanden angelogen oder angeschrien? Hast du über jemanden böse Gedanken gehabt? Hast du jemandem geholfen, der deine Hilfe benötigt hätte? Mach dir doch gerade jetzt Gedanken darüber. Fällt dir auch etwas ein? Wenn du willst, kannst du es dir aufschreiben. Oder falls jemand neben dir sitzt, darfst du es dieser Person erzählen.
Ja, dann möchten wir dich jetzt einladen, das Gebet mit uns zusammen zu beten. Ich tue es vorbeten und ihr dürft mir nachbeten. Lieber Vater im Himmel. Lieber Vater im Himmel. Es tut mir leid, dass ich den Fehler gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich möchte es wieder gut machen. Ich möchte es wieder gut machen. Aber danke, dass du mir den Fehler schon lange vergeben hast. Aber danke, dass du mir den Fehler schon lange vergeben hast. Danke, dass ich in deinen Augen fehlerlos und gerecht bin. Danke, dass ich in deinen Augen fehlerlos und gerecht bin. Amen. Amen. Und wenn immer du in dieser Woche einen Fehler machst, darfst du sagen, halt, stopp! Und dann das Gebet beten. Wenn du willst, darfst du es gerne abschreiben und bei dir irgendwo aufbewahren. Vielleicht fällt dir jetzt auf, dass du Jesus gar nie in dein Herz eingeladen hast. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann gilt auch seine Gerechtigkeit für dich. Dann bist auch du schuldlos vor Gott. Wenn du also merkst, dass du Jesus möchtest in deinem Leben haben, dann haben wir am Schluss von dem Video das Gebet drin. Das darfst du gerne alleine oder mit jemand anderem beten und so Jesus in dein Herz einladen. Hey, wir sind schon am Ende von dem Gottesdienst angekommen. Dann möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns eure coolen Moves und Bewegungen zu den Liedern bis am Dienstagmorgen schickt. Das könnt ihr an die folgende Adresse schicken. Also macht's gut und denkt immer daran, euch ist vergeben worden. Tschüss!